Sieht richtig frisch und hell und sauber aus. Ja, frisch einfach. Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Pimp My Innenhof Teil 2. Und zwar möchte ich heute gerne unsere Wand vom Innenhof streichen. Das ist alles noch so ein bisschen, na, die Hausfassade muss sowieso noch gemacht werden. Das sieht noch aus wie im 15. Jahrhundert. Aber die Wand, die wir so zwischen dem Nachbarn und unserem Innenhof quasi gezogen haben, die ist jetzt noch grau verputzt einfach. Und da würde ich gerne so ein bisschen Farbe dran kriegen. Und ja, frag euch jetzt mal auf Instagram, welche Farbe ihr denn so vorschlagt. Und bin gespannt, was es wird. Ich habe weiße Farbe geholt, kann also alles da rein mischen. Es soll irgendwas Helles, Pastelliges sein. Und, boah, entschuldigt mich, wie ich aussehe, aber wir sind hier gerade draußen am Planschen, Tanja und ich. Und es ist einfach mal wieder ultra warm. Und ich saß gerade ein bisschen in der Sonne, deswegen bin ich so ein bisschen gerötet. Natürlich habe ich Sonnencreme drauf. Gibt ja auch so ein paar Spezialisten, die gegen Sonnencreme sind. Ich bin aber ganz klar für Sonnencreme. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich warte jetzt, wie so die Abstimmungen sind auf Instagram und fange dann an zu streichen. Abgeklebt habe ich schon, das kann ich euch gerade mal zeigen. Boah, ich bin am Schwitzen. Es ist einfach nur so eklig warm draußen. Eigentlich mag ich das ja, aber nicht, wenn ich da dann arbeiten muss. Arbeiten. Ja, freiwillig, ne? Moment, ich zeige sie euch, die Wand. Schatten. So, hier wird gerade erstmal gesnackt. Ihren Nachmittagssnack. Das sind so ein paar Obstsorten, die ich in diese Schale gemacht habe. Damit isst sie das irgendwie erstaunlicherweise besser und mehr. Einfach so eine Muffinform, so eine alte. Und habe da dann einfach ja, Melone, hier so ein Stück Babykeks, Apfel, getrocknete Erdbeere, Weintraube, Birne. Die Birne isst sie da gerade. Planscht hier in ihrem Planschbecken rum. Den Kaffee habe ich mir eben gegönnt. Und es ist ja ein super Spielzeug, ne? Genauso wie diese leere, abgeschnittene Flasche, die man sehr gut als kleinen Brunnen benutzen kann. Oder dieses Rohr von der Wasserleitung. Ja, und genau. Und diese Wand soll jetzt gestrichen werden. Und ich habe, wie man sieht, da und oben schon alles abgeklebt. Ach ja, das habe ich auch gerade auf Instagram schon erzählt, dass wir kleine Mitbewohner haben. Drei kleine Vögelein, die sich hier bequem gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man was erkennt. Auf jeden Fall sind das drei kleine Babyvöglein. Oh, will ich sie mal nicht weiter stören. Die warten bestimmt auf ihre Mama, bis sie was zu essen bekommen. Mein Freund war gerade bei der Müllhalde und hat hier die ganzen, hier standen stapelweise Flaschen. Das ist immer hier so unser Flaschenlager für leere Flaschen, die er gerade zur Müllhalde gebracht. Zum Flaschencontainer. Wasser haben wir jetzt auch hier, seit neuestem. Das hier war so ein Basilikum von Lidl. Der ist richtig schön groß geworden. Irgendwer, meine beste Freundin war es sogar, meinte, wenn die blühen, soll man die nicht mehr essen. Aber dann kann ich diese hier doch noch essen. Naja, die sind aber auch so groß geworden, weil wir so wenig davon essen. Von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass er blüht. Dann hier noch ein bisschen Schnittlauch. Da hinten steht, ich weiß es gar nicht mehr. Oregano, irgendwas, keine Ahnung. Diese Nelken, die waren alle komplett vertrocknet, sind aber jetzt wieder ein paar dazugekommen. Also irgendwie sind das so Selbstläufer und hier sind ganz viele, die bald anfangen zu blühen. Hier ein Jasmin, der riecht sehr gut. Ist zwar gerade nur eine Blüte, aber sonst ist der ganz weiß. Mein Kaktus, der erholt sich langsam. Also er wächst, aber schön wird er nicht mehr. Hier ist Rosmarin.
naja, unsere große Rose, da blüht gerade eine, den Rest habe ich abgeschnitten, damit die nächsten wieder nachkommen. Hier ist die nächste große Rose. Hier, das ist Zitronengras, das riecht super gut und hält die ganzen Fliegen ab, angeblich, aber wir haben mega viele Fliegen. Hier ist so ein kleiner Rosenbusch, der auch ein bisschen verkrüppelt aussieht. Und da hinten ist noch unsere vertrocknete Petersilie und dies hier ist auch irgendwas zum Essen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was ich da hingepflanzt habe und ich kann es auch im Geruch nicht mehr sagen. Oui? Ouais, t'as pas un pinceau là? Ouais, parce que Steph n'ira pas ici. Je vais t'en chercher. Merci. Na gut, wenn man hilfsbereite Nachbarn hat, die einfach mal so vorbeischauen und die man dann nach Pinsel fragen kann, wenn man selbst nicht gut ausgerüstet ist. So wie ich hier. Ich schmiere mir nämlich gerade die Farbe noch mit meinem Küchenlöffel auf die Rolle. Oh, aber ich hatte keinen Bock, jetzt noch mal in den Baumarkt zu fahren und alles einzukaufen. Ich dachte mir, das kriege ich auch so hin. Mein Bruder kriegt jetzt bestimmt die Krise, wenn er mich hier sieht. Na, Marius? Die Innenseite von der Tür hier, die in der Mauer ist, die mache ich weiß. Dieses ganze Stück. So, größter Fail ever. Ich habe jetzt nur die Innenseite von dieser Tür gestrichen. Jetzt ist schon fast die Hälfte von diesem Eimer leer. Sprich, ich muss jetzt losfahren, neue Farbe kaufen. Noch so ein Eimer weiße Farbe. Und dann erst kann ich mischen. Denn wenn ich jetzt zweimal mische, dann kommen ja verschiedene Farben zustande. Oh, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Mal loszufahren und Farbe holen. Aber muss. Vor den Farben und kann mich nicht entscheiden. Manchmal fühle ich mich wie Monk, ey. Ich habe mein Glück gefunden. Ich habe die Farbe gefunden, die ich möchte. Das wird so ein hell, ganz, ganz hellblau, wie ihr gesehen habt. Ich wollte es erst mit einer Farbe machen, die wir schon hatten, die wir für das Tor benutzen werden. Das wird nämlich so ein ganz, ganz kräftiges Blau, was man hier im Süden ganz oft sieht. Was typisch für hier ist. Und das wollte ich dann einfach mit ganz viel Weiß mischen. Das wurde aber mehr so ein Hellblau, was ich nicht so gerne mag. Und deswegen bin ich jetzt nach meinem Baumarkt gefahren und habe nicht nur weiße Farbe geholt, sondern auch nochmal so eine kleine Tube mit einem Blau, was mir mehr gefallen hat. Und dieses Hellblau gefällt mir jetzt viel, viel besser. Ich habe da unten schon so ein paar Farbtests gemacht. Und zwar war das Blau, was wir für das Tor haben. Das ist dieses typische Blau für den Süden. Das mit Weiß wurde dann dies hier, was ich aber nicht so gerne mag. Und jetzt habe ich nochmal dies hier gekauft, das Blau aus dem Baumarkt. Und das wurde jetzt so mit dem Weiß. Also schon großer Unterschied, finde ich. Das ist mehr so ein bisschen grünlich. Und ja, das ist mehr so ein bisschen, geht ins Fliederfarbene. Und ich, Fuchs, habe mir nochmal so eine Schale gekauft für 2-3 Euro. Und einen Pinsel. Damit geht es doch hier wesentlich leichter. So, jetzt geht's los. Jetzt ist es schon mega dunkel draußen und ich habe gerade den Boden sauber gemacht und so, deswegen ist der ein bisschen dunkler. Aber ich zeige es euch morgen nochmal, wenn die Sonne drauf scheint. Also jetzt finde ich es gerade
sehr blau. Aber ich glaube, mit der Sonne, und es muss ja auch noch mal ein bisschen trocknen, dann wird es noch ein bisschen heller. Aber ich glaube, es gefällt mir ganz gut. Ich bin ganz zufrieden. Und ich glaube, gerade zieht ein Gewitter auf. Ich hoffe, die Farbe hält dann trotzdem. Naja, aber ich sehe ja noch mal morgen, wie es dann... Oh, eine Fliege. Wie es mit Sonnenlicht aussieht. So. Guten Morgen! Ich mache mal gerade schon einen Kaffee. Es ist ja der nächste Tag und jetzt möchte ich mal das Ergebnis sehen. Bei Tageslicht, also bei besserem Licht als gestern Abend noch. Und? Bin schon gespannt. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Richtig frisch und hell und sauber aus. Ja, frisch einfach. Hätte ich, glaube ich, Mintgrün genommen, was viele von euch auch gesagt haben, sieht das, glaube ich, ein bisschen dreckig aus. Also so nach Kifferbude. Das sieht jetzt richtig, ja, sommerlich und ja, frisch halt einfach aus. Moment, ich zeig's euch. Tada! Also viele sagten auch halt so ein Mintgrün, das und das. Aber ich glaube, mit den Pflanzen und so, das sieht halt echt komisch aus. Und dieser Blumenkasten, der ist ja auch so ein hellblau, zwar nicht das gleiche. Ja, die Wand ist blau. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall jetzt viel, viel freundlicher und heller hier drin aus. Und gegenüber, dieses Teil wird ja auch in einem Knallblau angestrichen. Und ich glaube, dann passt einfach Blau besser als Mintgrün. Na, ich bin zufrieden mit meinem nächsten Step des Innenhof-Pimpens. Hier, da ist die gute Wand. So, und wir fahren jetzt zum Strand. Bikini habe ich schon an. Ich will nichts versprechen, aber schon bis ganz bald. Eigentlich bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.